Patanjali schreibt ganz am Anfang Yoga Chitta Vritti Nirodhi. Nirodha, das Yoga ist der Stillstand des Verstandes. Es ist nicht quasi das Ausknipsen des Verstandes oder das Ausschalten des Verstandes, sondern Stillstand in der Form, dass man sich nur auf eine Sache konzentriert und dem Verstand keine Veränderungen entstehen, sondern der Verstand ist gleichgerichtet. So muss man das verstehen. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Also im Verstand keine Veränderungen, im Gedankenfluss keine Veränderungen. So entsteht sich der eine nicht veränderte Gedanke über einen längeren Zeitraum. Dadurch, wenn dieser logische Verstand, der ja uns, naja, zum einen hilft, zum anderen uns ein bisschen verblendet und eingrenzt, wenn wir hinter diese Grenzen hinausgehen können mit unserem Bewusstsein, dann ist der nächste Satz Dada Drishto Svarupa Avasthana. Dann sieht der Wahrnehmende, oder Sehende wird oft als Sehende übersetzt, dann sieht der Wahrnehmende seine wirkliche Natur. Mit einfachen Worten, und wahrscheinlich ist es auch jedem mit euch schon mal passiert, ihr seid Menschen, wir haben alle gleichen Verstand, gleiches Bewusstsein und es arbeitet nach denselben Prinzipien, so dass wenn wir quasi so uns nicht in den Gedanken verlieren, etwas grübeln, sondern irgendwie so den Gedanken so ein bisschen freien Lauf lassen, so wie beim Fantasieren. Oder in der Früh, wenn man aufsteht und noch keine Gedanken da sitzt. Oder wenn man sich irgendwo so im Garten in der Natur mal total entspannt hat und so in die Leere hineinblickt, so irgendwo in die Leere starrt und gar keine Gedanken entstehen. Und dann hat man quasi so schon dieses Gefühl oder fast diesen Zustand dieser Leere, wo man quasi, naja, noch höher in seinen Gedanken gehen kann oder in seinem Bewusstsein noch höher gehen kann und sich quasi nicht mit den Gedanken identifiziert, sondern versteht, dass man die Gedanken beobachten kann, also bin ich nicht meine Gedanken. Ein anderer Extremfall, wenn wir ganz wütend und aggressiv sind und aus dieser Wut und Aggressivität irgendwie schreien oder irgendwas mit den Händen, keine Ahnung, rumfuchteln oder einen Streit beginnen und so weiter, dann sind wir voll in unseren Gedanken und wir können uns selbst nicht mehr beobachten. Wir nehmen uns quasi nicht selbst wahr. Wir sind quasi, wie es auf Deutsch heißt, so im Affekt in dieser Reaktion. Dann können wir auch sehr viel Blödsinn machen. Wir machen unüberlegte Dinge, weil wir quasi auf einer ganz, ganz groben Ebene dann sind vom Bewusstsein her. Das ist das andere Extrem, um das so ein bisschen zu verstehen. Und Patanjali sagt, okay, die Gedanken müssen zum Stillstand gebracht werden, damit man überhaupt zu verstehen beginnt, wer man eigentlich ist. Und wenn man verstanden hat, okay, ich bin jetzt nicht diese Gedanken und die Gedanken sind ja ein Teil meines Körpers und mein Körper kann ich auch beobachten. Und wir sagen ja auch im Deutschen mein Körper und dieses mein, dieses ich ist ja nicht der Körper selber. Dass man beginnt, dass so ein bisschen auseinanderzulegen, zu differenzieren oder sich vom eigenen Körper, von den Gedanken zu abstrahieren und diesen neutralen Beobachter entwickelt. Das ist so quasi der Anfangsweg. So. Und dann schreibt er, wenn das nicht passiert, dann identifiziert man sich mit seinen Wahrnehmungen, was ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe und erzählt habe, dass wir davon ausgehen, dass wir unsere Gedanken sind, wir sind voll im Gedankenprozess involviert und sind dann quasi auf der Ebene der Gedanken, Manomaya Kosha heißt es, dieser so Energieträger oder Bewusstseinsträger, Manomaya Kosha. Das Beispiel davor, wenn wir ganz emotional sind, wütend, aggressiv, vor allem so im Affekt, dann sind wir auf der Pranomaya Kosha oder Anandamaya Kosha, auf den gröberen Trägern, noch auf den gröberen Trägern. Und wir haben ja das gelernt, dass die Jivatma, diese göttliche innere Funke, diese ganzen Träger so aufzieht, wie eine Matryoshka, so in mehreren Schichten, das sind die Bewusstseinsschichten. Und das Yoga soll vor allem dazu genutzt werden und dazu dienen, dass wir von den gröberen Schichten des Bewusstseins uns immer mehr in die feineren hochbewegen oder sehr hoch praktizieren oder hoch meditieren, so dass wir zu unserem inneren göttlichen Ursprung zurückkommen, in dem wir mal sind.
Und aus diesem göttlichen Ursprung ist, naja, das Leben zum einen auch viel leichter, sage ich mal so. Wenn man sich jetzt nicht so mit der Situation identifiziert und sagt, okay, jetzt passiert mit mir wieder das und das und jetzt ärgert man sich darüber schlagartig und versucht sich irgendwie an anderen zu rächen oder irgendwie der Situation auszuweichen, dass man statt so emotional zu reagieren, zumindest mit dem Verstand oder sogar mit dem Buddhi, mit der Weisheit, mit dem höheren Verstand beginnt, die ganze Sache wahrzunehmen und sagt, okay, das ist eine Situation, vielleicht will die Situation mich was lehren oder vielleicht bin ich der Verursacher der Situation, was kann ich denn machen? Also anstatt, dass man sofort reagiert und mit Händen und Füßen um sich rumschlägt, dass man sagt, wie kann ich in Zukunft diese Situation vermeiden, wie soll ich richtig mit der Situation umgehen und so weiter, dass man seine Schlüsse daraus zieht und dass man sagt, okay, auf der allerobersten Ebene, wenn man sagt, auf der Ebene des Geistes, das sind schon die feinsten Energieschichten, dass man sagt, um mich herum gibt es jetzt sowieso niemanden. Also ist sowieso alles der Heilige Geist oder die Schöpfung oder der Körper, die Energie Gottes. Und wenn mir jemand etwas Gutes oder Schlechtes tut, dann ist es aus der Ebene des Geistes sowieso ich selbst, weil es außer mir hier niemand gibt. Okay? So. Aber wie gesagt, die Menschen leben meistens in ihrer Wahrnehmungsphase, eher auf den unteren Ebenen. Und das beschreibt der Patanjali auch. Und dann gibt er ein paar Richtlinien dafür oder Ideen, wie man aus diesem Zustand herauskommt. Zum einen haben wir gesagt, das ist Abhyasa und zum zweiten Vairagya. Vielleicht wisst ihr noch, was diese zwei Begriffe bedeuten. Abhyasa und Vairagya, weil er sagt, durch Abhyasa und Vairagya kann man dieses Citta Vritti Nirodhi erreichen. Bei dieser Literatur ist es so, es scheint für mich ab und zu, dass es vor dem Menschen verschlossen ist oder zu einem großen Teil verschlossen. Und wenn man praktiziert oder halt diese Literatur auch mit Respekt behandelt, dann öffnet sich mal so ein Teil davon und dann öffnet sich wieder so ein Teil davon. Das geht nicht alles sofort. Und vielleicht ist es auch so, dass es sich nur so viel öffnet, wie wir bereit sind zu verstehen. Genau, aber man muss schon, ich mache das auch immer, also mehrmals welche Passagen lesen oder nach ein paar Monaten das nochmal lesen oder mal, naja, ein Kapitel, ein Sutra mal durchlesen, also nicht wie ein Roman, weil wie ein Roman, das bleibt sowieso nichts hängen, sondern eine Sutra lesen, Kommentar dazu lesen und ein bisschen nachdenken, was das bedeuten könnte oder wie verstehe ich dann dieses Sutra oder was kann ich damit anfangen, wie kann ich das vielleicht so durch Beispiele belegen aus meinem Leben und derartiges. Und dann vielleicht sogar zur Seite legen und am nächsten Tag nochmal lesen, dann wird man schon wieder ganz was anderes daraus verstehen und lesen. Also Abhyasa und Vairagya. Also ich habe dazu aufgeschrieben, Abhyasa ist sozusagen die Anstrengung, die als Ziel das Verbleiben im Zustand des Citta Vritti Nirodha voraussetzt. Und damit das Abhyasa sozusagen eine feste Basis bekommt, da muss man ihr lange Zeit folgen und ohne Unterbrechungen mit einer positiven Selbstaufgabe oder Einstellung. Ja. Genau. Und Vairagya, Abhyasa, also. Das hast du nicht aufgeschrieben. Okay. Wieso. Abhyasa ist quasi die Anstrengung, das ist die Praxis oder die Tätigkeit. Mhm. Und Vairagya ist das Nichtanhaften an irgendwelche Ziele, Resultate, auch Wünsche, Absichten und derartiges. Das ist 15 gewesen, Sutra 15. Das Bewusstsein, vollkommene Beherrschung von Wünschen im Falle eines Menschen, der aufgehört hat, nach erblickten oder nicht wahrgenommenen Dingen zu verlangen. Also das ist Vairagya. Nach erblickten oder nicht wahrgenommen, man kann sagen nach sichtbaren und unsichtbar, beziehungsweise nach Dingen, die man sehen kann oder man schon mal gesehen hat, also physische Objekte oder nicht wahrgenommene Dinge, das ist, was er noch nicht verspürt hat, aber jemand anders hat ihm erzählt, dass das so toll ist und er beginnt es auch zu wünschen, obwohl er es noch nicht selber gesehen oder erlebt hat.
Aber wie gesagt, vollkommene Beherrschung von Wünschen, der aufgehört hat mit dem Verlangen nach den Dingen, dieser Zustand ist Vairagya. Also der Mensch ist dann losgelöst, kann man so sagen. Nichts wünschen, absolute Kontrolle. Also nichts wünschen ist nicht so ganz korrekt. Also wir wünschen ja uns, dass es uns gesund geht, dass es den anderen gesund geht. Aber man muss die Kontrolle über die Wünsche haben. Absolute Kontrolle. Genau. Man darf schon die Wünsche verspüren, aber man darf nicht quasi so zum Knecht der Wünsche fallen oder zum Sklaven der Wünsche sein oder seine eigenen Begierden oder sonstiges. Weil wenn es man nicht in Erfüllung geht und man beherrscht das nicht, dann beginnt man auch zu leiden, dass man was Schönes nicht bekommen hat. Wenn man das aber unter Kontrolle hat, dann sagt man, naja, okay, vielleicht ist es nichts für mich oder vielleicht ist es nicht das Richtige für mich zu dem Zeitpunkt meines Lebens oder vielleicht kann ich diesen Wunsch später erfahren oder später nachholen. Aber man verspürt keine negativen Emotionen dadurch, wenn der Wunsch nicht in Erfüllung geht. 17 und 18, das ist über Samadhi, das können wir fast überfliegen erstmal, weil wir uns noch ein bisschen auf der eher materiellen Ebene befinden. Beziehungsweise das Samadhi hier ist eine Form von Samadhi, Sutra 17. Samprajñata Samadhi ist jenes, das begleitet ist von Vernunft, Nachdenken, Glückseligkeit und dem Gefühl des reinen Seins. Also wie gesagt, das Beispiel wieder von vorhin. Wenn ihr irgendwo im Park sitzt und vielleicht euch darüber nachdenkt, wie schön euer Leben ist, wie schön eure Existenz ist, wie schön ist es, hier auf der Welt zu sein. So, wenn ihr also von gar nichts unberührt seid, zum Beispiel in diesem Park irgendwo. Also begleitet von Vernunft, Nachdenken, Glückseligkeit, ihr freut euch über euer Leben, über eure Existenz und das ist dann schon sehr ähnlich dieser ersten Samadhi-Stufe, Samprajñata Samadhi. Weil in der Form ist ein Wissen noch im Bewusstsein da. Also das ist noch keine höheren Samadhi-Stufen, wo absolut kein Wissen mehr als Inhalt des Bewusstseins ist, sondern ihr könnt noch irgendeinen Zustand, wie es hier steht, Glückseligkeit zum Beispiel, in einem Zustand vom Philosophieren, könnt ihr noch verweilen. Und Sutra 18. Der nach vorausgegangener Übung beim Fallenlassen des Pratyaya im Verstand verbliebene Eindruck ist das andere, nämlich Asamprajñata Samadhi. Genau, und das würde ich euch auch kurz erläutern. Das sind eigentlich sehr schwer zu verstehende Dinge, weil das, wie gesagt, in Sanskrit ist, dann wurde das übersetzt und wir haben uns seltenst so als Menschen damit auseinandergesetzt. Aber das wäre so, dass Asamprajñata Samadhi ist, wenn ihr euch jetzt in diesem Park über euer Leben sehr stark gefreut habt, und dann über euer Leben nicht mehr nachdenkt, sondern einfach nur diesen Zustand der Freude, also nicht dieses Gefühl, sondern diesen Zustand der Freude noch genießt. Also da ist hier damit gemeint der verbleibende Eindruck von dem vorherigen, naja, Zustand oder vom Gegenstand der Betrachtung. Wie gesagt, die Gedanken darüber sind nicht mehr da. Deshalb heißt es Asamprajñata Samadhi und Samprajñata, das ist halt mit dem Wissen, mit dem Objekt, mit dem Gefühl. Und Asamprajñata ist, wenn das Objekt, dieser Gedanke verschwindet, aber der Zustand noch nachwirkt. Ist das so ein bisschen verständlich? Okay? Also wie gesagt, es ist oft viel näher an uns, als wir glauben. Also das ist jetzt nichts irgendwie Kosmisches oder dass man, keine Ahnung, jahrelang irgendwo in den Klöstern das praktizieren muss. Wir Menschen, wie gesagt, gehen ab und zu so sporadisch oder zufällig in diese Zustände hinein, bloß wir verstehen das nicht als Samadhi, weil uns keiner erklärt hat, dass das dieser Zustand ist. Hier ist es
die Sutra, die beschreibt, dass manche Menschen schon von der Geburt dieses Talent haben, quasi in diese Samadhi-Zustände hineinzugehen. Diese folgende Sutra soll zwischen zwei Arten von Yogis unterscheiden. Die erste Gruppe, auf die sich 1 bis 19 bezieht, heißen Videhas und Praktikalayas. Und ihre Trance ist nicht das Ergebnis der in den Yoga-Sutren umrissenen regelmäßigen Selbstdisziplin. Sie hängt von ihrer Geburt ab. Das heißt, sie besitzen die Fähigkeit, natürlich und ohne Anstrengung in diese Trance zu fallen, als Resultat der ihnen eigentümlichen physischen und mentalen Kenntnissen. Okay? Also wenn man weder Videha noch Praktikalaya ist, wenn man diese Fähigkeiten und Eigenschaften aus den früheren Leben nicht mitgebracht hat, das muss man quasi praktizieren und durch die Methoden des Hatha Yoga und Raja Yoga sich diese Fähigkeiten antrainieren. Okay? Ihr habt wahrscheinlich so Videos gesehen, wo Kinder mit 3-4 Jahren schon Klavier spielen. Irgendwie als weltbeste Klavierspieler oder so gut wie weltbeste Klavierspieler. Oder Kinder, die ganz andere Talente meinetwegen auch haben. Und man wundert sich, wo das Kind das hier hat, weil es hatte ja noch nie so viel Zeit, weil so viele Jahre das zu praktizieren. Also bringen wir schon vieles aus dem vergangenen Leben mit. Und meistens, auch wenn man vom Talent spricht, dann ist es nichts, was vom Himmel herabfällt, sondern das ist, was der Mensch Leben für Leben für viele, viele wahrscheinlich Inkarnationen praktiziert hat. Und das ist einfach schon in seiner Natur. Deshalb würde so jemand sich einfach hinsetzen und in den Samadhi-Zustand gehen. Jemand anders muss dafür schon, vielleicht sein ganzes Leben lang praktizieren und er erreicht es noch nicht. Oder er muss mehrere Leben lang praktizieren und erreicht es noch nicht. Praktizieren muss man es aber schon, weil derjenige, der das Talent schon besitzt, er hat ja auch, vielleicht wo er begonnen hat, vor vielen, vielen, vielleicht Jahrtausenden zu praktizieren, konnte er auch im ersten Leben das gar nicht erreichen. Oder er war halt nur Schüler und hat halt zugehört und hat praktiziert und hatte den Status des Schülers vielleicht sein ganzes Leben lang, bis er dann nach und nach so zu einem erfolgreichen Yogi sich weiterentwickelt hat. Wenn man aber dann nichts macht, wird das Talent auch niemals kommen, egal in welchem Leben. Und das ist dann auch aus anderen Schriften ersichtlich. Das ist hier dieser eine Hintergrund, dass es Menschen gibt, denen ist es von Geburt an gegeben. Im Falle der anderen, also wenn man nicht Videha ist und wenn man nicht Praktikalaya ist, das sagt die Sutra 20. Und die anderen heißen Upaya Pratyaya Yogis. Upaya Pratyaya. Das sind wir alle sozusagen, es sei denn, jemand von euch genießt diese Samadhi-Zustände regelmäßig. Wenn ihr das, ich guck mal, ob jetzt das Buch bei mir zu Hause ist oder nicht. Genau. Wenn ihr etwas über diese Menschen lesen wollt, ich schreibe das mit einer anderen Farbe drauf, dann müsst ihr die Geschichte vom Ramakrishna, so hieß er. Und auf Englisch mit SH, nicht mit SCH. Ramakrishna, er hat eine Biografie, wurde von ihm verfasst. Biografie, die könntet ihr lesen, weil ihr durch seine Hingabe auch schon in einem Alter, ich glaube 14 oder 15 oder sogar 13,
ist er mal spontan in den Samadhi-Zustand verfallen, sage ich mal so. Und die Menschen um ihn herum haben gedacht, er ist ohnmächtig. Und dann hatte er sehr oft diese Zustände. Also für einen normalen Menschen, der von außen das Ganze betrachtet oder sich mit dem Yoga nicht auskennt, wäre es schon so, dass er, dass derjenige, für den irgendwie einen vielleicht epileptischen Anfall hat oder bewusstlos wird, aber die Menschen, die im Samadhi sind, die beschreiben das als eine, kosmische oder universale Ekstase. Es ist ja bei einem epileptischen Anfall nicht so oder bei einem Zustand, wenn man bewusstlos wird. Und das ist auch eine sehr gute, vielleicht so für euch Ergänzung zu dem Ganzen. Aber wir sind jetzt hier Upaya Pratyaya Yogis. Hier bei uns geht es, da werde ich auch einige Begriffe aufschreiben, um den Glauben. Es geht eher um Energie. Auf Sanskrit Virya. Das müssen wir auch dann mehr erläutern. Erinnerung. Und hohe Intelligenz. Intelligenz als Voraussetzungen für das Samadhi. Okay, habt ihr vielleicht eine Meinung oder Beispiel, warum der Glauben da sein muss? Naja, als Grundlage, dass das überhaupt möglich ist oder in Erwägung gezogen wird. Und wenn man keinen Glauben hat? Da hat man gar keine Grundlage. Naja, was ist, wenn man jetzt keinen Glauben daran hat, dass Yoga mir hilft? Also jemand hat irgendwie so ein Leiden, ein leichtes Leiden, wobei ihm das klassische Hatha-Yoga helfen kann. Er geht aber ins Yoga, hat aber keinen Glauben, dass ihm das Yoga hilft. Was passiert dann? Kommt er dann weit oder erreicht er dann seine Ziele oder wird er dann gesund dadurch? Verzweifelt, weil es die Frage stellt. Er ist genau verzweifelt zum einen, aber zum anderen, wenn er nicht daran glaubt, dass es ihm hilft, wird er auch nicht ans Ziel kommen, weil der wird vielleicht zwei, dreimal hingehen und gesagt, naja, irgendwie hilft mir das nicht, aber ich probiere mal was anderes. Dann geht er in ein anderes, naja, System oder vielleicht zum Heilpraktiker, egal wohin er geht, zum Heiler. Und dem Heiler vertraut er und glaubt er auch nicht daran. Und kurz bevor der gesund wird, springt er wieder ab und geht noch wieder woanders hin. Also das ist, egal welches System ihr praktiziert, ob das jetzt Yoga ist, Qigong ist, irgendwie was anderes, der feste Glaube, dass ich das erreiche, ist für euch sowas wie eine Versicherung, damit dass ihr das erreicht. Weil die Menschen sind sehr sprunghaft zum einen und zum anderen haben die so keine lange Ausdauer, etwas lang zu praktizieren. Also derjenige, von dem ich gesprochen habe, der hätte vielleicht ein halbes Jahr praktizieren müssen regelmäßig, aber der will schon nach einem Monat Erfolg erreichen. Und weil ihm der Glaube fehlt, wie gesagt, hält er das nicht so lange durch in dem System. Also so ein fester Glaube, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ein gutes Beispiel dazu, was der Glaube bewirkt. Es gab einmal auf einer Insel jemand, so einen, der quasi auch praktizieren wollte. Und der wollte so ein spezielles, gutes Mantra haben, um Erleuchtung erreichen zu können. Aber Erleuchtung wird ja im Yoga gleichgesetzt mit Siddhi, mit übersinnlichen Fähigkeiten. Und dann schwamm mal ein Schiff vorbei an dieser Insel mit so falschen Brahmanen. Also die sind zwar gekleidet wie Brahmanen, geben sich wie Brahmanen aus, haben aber quasi jetzt diese moralisch-ethische Grundlage nicht, wie richtige Brahmanen. Und die wollten sich um diesen ein bisschen lustig machen, um diesen Inselbewohner, und haben ihm irgend so ein falsches, also gar kein Mantra, sondern ein paar Worte auf dem Weg gegeben, irgendwas Verdrehtes.
und sind weitergeschwommen und haben ihn dann so ein bisschen ausgelacht. Und nach 2, 3 Jahren schwimmen sie wieder vorbei an dieser Insel und dann sehen sie, wie er auf dem Wasser hinter dem Schiff herläuft und sagt, danke, danke, dass ihr mir dieses Mantra gegeben habt. Und dann waren sie schon sehr verwundert, weil er war festen Glaubens, dass das das richtige Mantra ist und hat es auch praktiziert, so oft wie er konnte und so streng wie er konnte. Und hat dadurch, obwohl der Wortlaut ein ganz falscher war oder ein nichts bedeutender Wortlaut gewesen ist, hat er seine Vollkommenheit erreicht, sogar, dass er übers Wasser laufen konnte. Okay? Glauben, dass man es auch erreichen kann. Okay, der Vorsatz, der Glaube, der ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, egal wie der Weg ist. Aber der Glaube daran, dass ihr das Ziel erreicht, hilft euch, das Ziel auch zu erreichen letztendlich. Das ist Purusha verantwortlich, dass dieser Glauben, das Herz musste dann dazu sagen, dass man... Naja, das wäre schon Idealfall, wenn dir das Herz sagt, wenn so, dass du mit dem Purusha quasi oder mit deiner Seele oder mit deinem höheren Ich so verbunden bist, dass dir das so eine gewisse, naja, Sicherheit schenkt oder so ein Vertrauen schenkt, so ein inneres Vertrauen. Also das wäre schon so eine ganz gute Sache, aber ich denke mal, das hat nicht jeder. Und das, was, von was du sprichst, das kann schon Erklärung, so ein Beweis dafür sein, dass man in den früheren Leben auch schon damit konfrontiert gewesen ist und auch in den früheren Leben schon was Positives damit erreicht hat, wenn das vom Purusha oder tief vom Inneren kommt. Bei anderen, wenn die das nicht haben, die müssen quasi, naja, Fanatiker wollen wir auch keine sein, aber so ein bisschen fanatisch könnte man schon herangehen, zumindest, dass man was erreicht. So im gesunden Maße fanatisch, sage ich mal so, wenn man dieses tiefe Vertrauen aus dem Inneren nicht hat. Okay? Das zweite ist Energie, weil der Yoga-Weg, der ist jetzt auch nicht so einfach. Der ist ab und zu schon sehr steinig und mit sehr vielen Hindernissen. Vor allem, wenn man die heutige Welt betrachtet. In der heutigen Welt bewegen sich die meisten Menschen so auf der Geradlinie und sehr viele bewegen sich auf dem Weg nach unten. Aber wir wollen uns ja so nach oben weiterentwickeln. Und die Tendenz ist ja quasi mehr so Stagnation. Und das ist sehr schwierig in so einer Welt, so Yoga-Praktiken in den Tag zu legen oder zu praktizieren. Es gibt auch so viele Ablenkungen. Jetzt stellen wir uns vor, dass jeder von uns irgendwo auf einer einsamen Insel wäre und unter der Voraussetzung, da gibt es genug zu essen, irgendwelche Früchte, was weiß ich, da gibt es eine Quelle mit Wasser und ihr habt da kein Handy, kein Internet, keine vielen Freunde, die euch irgendwo einladen, ständig die Zeit zu vertreiben oder irgendwo euch eure Zeit zu investieren, dann würdet ihr schon ganz viel praktizieren können, wenn ihr die Praktiken wisst und wenn ihr irgendwas erreichen möchtet. Das ist ein bisschen einfacher. Es wäre auch ein bisschen einfacher, wenn man in einem Kloster lebt, wo eine große Gemeinde ist und vielleicht 200, 300 Leute auch jeden Tag nur praktizieren und sich mit nichts anderem beschäftigen. Dann zieht euch auch die gemeinsame Energie mit hoch. Wenn ihr aber so ein gesellschaftlicher Mensch seid, in die Arbeit geht und eure Familie ist so, dass die auch weniger praktizieren, das ist der beste Fall, wenn die wenig praktizieren. Im schlimmsten Fall ist es so, wenn die sagen, was machst du für einen Quatsch und du bist immer wieder nicht da und was bringt dir das überhaupt oder machen sich lustig oder machen sonstige irgendwelche komischen Kommentare, dann ist es noch schwieriger, so das Ganze, wenn man keine Unterstützung bekommt. Und deshalb muss man dieses Virya haben, also es ist jetzt nicht nur so die Kraft, sondern Virya ist so eine Energie, die auch ja, so einen gewissen Heldenmut voraussetzt. Man ist quasi wie so ein tapferer Held und geht nach vorne und hat schon genug Kraft, also Lebenskraft, Durchsetzungsvermögen, Selbstüberwindungsvermögen, genug Willenskraft, um voranzukommen im Yoga. Wenn man das nicht hat, aber man hat trotzdem einen sehr starken Glauben, würde man ja dann auch körperlich vielleicht nicht in der Lage sein, sich hinzusetzen und zu praktizieren, weil man zu schwach dafür ist. Oder halt Asanas zu machen. Ihr habt ja auch gesagt, heute die 2 Stunden, die waren anstrengend. Natürlich ist das anstrengend. Also das ist ja auch hartes Körpertraining, das Hatha Yoga. Dazu braucht man, wie gesagt, auch Energie. Und vor allem für Samadhi braucht man Energie, weil das ist ja lange Sitzen auf einer
auf derselben Stelle und an nichts denken. Das ist auch nicht so einfach, wie man sich das denkt. Weil jemand, der so jemand Außenstehender, der würde sagen, ja, der sitzt ja bloß rum, der macht ja nichts. Mhm. Er weiß aber nicht, wie anstrengend es sein kann, sich zu konzentrieren über einen längeren Zeitraum. Wie ich damit umgehe, wenn man ausgelacht wird oder nicht unterstützt wird oder also wenn man direkt komisch darauf angesprochen wird, so zum Beispiel, ja, du mit deinem Yoga, was willst du überhaupt hier? Oder, zum Beispiel. Ich sehe das als allererstes als mein Karma. Also ich verwende hier die Karma-Gesetze, um das mir zu erklären, um richtig darauf zu reagieren und sage, okay, wenn jemand also nicht so positiv mit mir umgeht, nicht harmonisch, dann ist es wohl so, dass ich einen Teil meines Karma aufarbeite aus der Vergangenheit. Vielleicht war ich in meinem früheren Leben auch genauso und habe zu jemandem, der jetzt mittlerweile in diesem Leben schon ein Meister ist oder was weiß ich, oder gar nicht mehr hier inkarnieren muss, vielleicht habe ich zu dem auch irgendwas Komisches gesagt oder hätte gesagt, ja, das ist alles nur Blödsinn. Wir gehen hier zum Saufen und alles ist gut dann. Zum Beispiel. Weil kein Karma eigentlich unendlich andauern kann. Und wie schlecht, egal wie schlecht jemand zu euch ist, mit euch umgeht, ist dieses Karma früher oder später verbrannt sozusagen. Dann verschwindet diese Situation. Aber ihr könnt das Ganze beschleunigen, weil im Yoga lernen wir auch diesen Aspekt Ahimsa, also kein Schaden zufügen. Und ich darf es auch nicht zulassen, dass mir ein Schaden hinzugefügt wird. Damit aber das schlechte Karma schneller beseitigt wird, muss ich daraus meine Schlussfolgerungen ziehen und sagen, okay, so wie der jetzt mit mir umgeht, ich verspreche mir, also auch vielleicht so meiner Seele oder dem Purusha in mir, dass ich niemals in gar keiner Inkarnation mehr das machen werde, so wie dieser Mensch, weil das ist so ein bisschen wie ein Spiegel. Man muss sich selber transformieren anhand dieses Spiegels und anhand der Reaktion dieser Leute. Und das wende ich auf so ziemlich viele Dinge an. Oder versuche ich zumindest. Also wenn man jetzt wiederum nicht in Aggression und Wut verfällt, nicht in Rachgefühle verfällt, sondern das mit klarem Kopf betrachtet und sagt, okay, wieso passiert mir das jetzt auf einmal? Dann muss man jetzt bei sich selbst erstmal beginnen zu analysieren. Weil es gibt ein Beispiel, der hat jetzt weniger damit was zu tun, sondern eben mit der eigenen Energie. Es ist mal bei einem Seminar, bei einem Yoga-Seminar in Moskau vor vielen Jahren, ist auch ein Meister aus Indien gekommen und hat mit den Leuten so komplizierte und schwierige Atemübungen auch gemacht. Und dann ist jemand umgekippt, so bewusstlos geworden. Dann haben alle Alarm geschlagen, oh mein Gott, wir müssen das Krankenhaus rufen oder nicht Krankenwagen rufen. Die Ärzte, vielleicht ist dieser Mensch schon gestorben oder was, keiner hat gewusst, was passiert. Und dann haben die Leute, also diese Schüler von diesem Meister oder die Mitveranstalter, haben gesagt, nur keine Angst, dieser Meister hat so viel Energie, dass in seinem Umfeld nichts Negatives passieren kann. Also, und dann ist derjenige, der Bewusstlose, dann auch nach ein paar Sekunden aufgewacht oder halt zu sich gekommen. Da mussten die auch kein Krankenhaus rufen, Krankenwagen rufen und nichts. Also das hängt von eurer Energie ab, ob die Menschen zu euch so kommen oder nicht. Das heißt, wenn das mit dir passiert, musst du noch mehr an deiner Energie arbeiten, dass man quasi, naja, dass du unerreichbar wirst für die Leute energetisch. Also nicht unerreichbar, dass sie halt dich nicht besuchen können und mit dir keinen Kontakt haben, sondern in dem Fall, dass sie sich gar nicht trauen, so etwas zu sagen oder sie sich gar nicht trauen, so zu reagieren. Aber da muss man schon auch, wie gesagt, einen sehr großen Status für sich aufgebaut haben. Also wiederum, wenn die sehen, dass du alleine für dich bist und alleine praktizierst, dann bist du auch erst recht angreifbar. Und wenn du quasi, naja, ich sag mal, jeden Tag bei dir in Nürnberg in eine Gruppe gehen würdest, wo 200 andere Yoga-Leute sind und ihr zusammen praktiziert und das Yoga ist auch in aller Munde und jeder sagt, das ist halt so gut und wird überall empfohlen, dann hätten die Leute zu dir ganz anders reagiert und ganz anders sich benommen. Okay? Das ist so, wie ich das so herangehe oder wie ich das versuche zu lösen.
Das ist natürlich alles Theorie, aber wenn ihr anhand der Theorie solche Augen entwickelt dafür, dann werdet ihr genug Beispiele im Leben sehen. Also bei mir war das bei den Verwandten so, ich habe das gesehen, da hatte ein Mann seine Frau und die Schwester von der Frau musste auch im gleichen Haushalt leben, weil die konnte nicht heiraten, die war jetzt nicht schwerbehindert, aber die war geistig, naja, nicht ganz normal, so wie die anderen sind. Die konnte aber ganz normal arbeiten, die konnte alles Mögliche erledigen, wie gesagt, wie ein normaler Mensch, aber sie hat aus dem Zustand ihrer nicht ganz Normalheit, die konnte nicht heiraten. Und es war halt früher so, dass man halt alle zusammengebracht hat in ein Haus, weil es die Familie war und da ist die Schwester auch im gleichen Haushalt geliebt. Und da hat mich das immer gewundert, warum dieser Mann immer mit der Schwester gestritten hat, mit der Frau nicht. Und als andere Menschen auch die Leute besucht haben, so wenn er halt mit dir streitet und zum anderen ist er wieder ganz normal. Und wenn er wieder zu ihr ist, dann streiten die was wieder und zum dritten, vierten, fünften Person ist er dann wieder ganz normal. Oder mit dem sechsten streitet er vielleicht auch. Und daraus kann man sehen, dass man mit manchen Menschen hat man gutes Karma, dann ist man in guter Beziehung und man muss halt nicht streiten, man ist auch nicht aggressiv gegeneinander. Mit anderen Menschen wiederum, auch wenn die zum Familienkreis gehören, hat man schon dieses negative Karma, welches man dann aufarbeiten muss durch irgendwelche Streitereien und derartiges. Und das kann man für sich auch nicht aussuchen, weil vor allem die Familie ist so, dass es heißt, es ist das die beste und die schwerste Schule, aus der Yoga-Sicht auch, weil die Familienmitglieder kann man sich nicht aussuchen, also man muss mit denen zurechtkommen, ob man das will oder nicht. Okay, Virya haben wir jetzt erläutert, Energie braucht man, Erinnerung, Erinnerungsvermögen, da gibt es auch ein gutes Beispiel, jemand, der sagt, okay, wenn ich jetzt zu viel Gluten esse, da habe ich eine schlechte Reaktion drauf. Jetzt esse ich mal kein Gluten ein paar Wochen. Und dann isst er ein paar Wochen nichts Glutenhaltiges und dann geht es ihm so gut, dass er das vergisst, dass er diese Reaktion darauf hat. Und isst dann, keine Ahnung, ein Stück Pizza oder keine Ahnung, irgendwie so ein paar Brötchen. Und nachdem die Reaktion wieder kommt, sagt er, oh mein Gott, ich wollte ja gar keinen Teig mehr essen oder kein Gluten mehr essen, jetzt muss ich wieder halt mit dieser Situation konfrontiert sein. Es ist eben die Erinnerung, weil die Erinnerung ist auch immer nur kurz bei den Menschen und die fügen sich immer selbst Schaden zu, weil die Erinnerung nicht ausreicht, sie daran zu erinnern, dass mir das und das nicht gut tut. Und das ist in jedem Fall dann so. Mit Gluten, das war jetzt nur ein Beispiel mit dem Essen. So ähnlich ist es hier. Wenn ich mich so an gewisse Zustände, die ich im Yoga schon erreicht habe, an meine ganzen Resultate und Errungenschaften gut erinnern kann, dann weiß ich, okay, das ist es und ich gehe auf die Matte und praktiziere, weil ich weiß, dass mir das gut tut. Wenn ich mich nicht zurückerinnern kann, sage ich, naja, heute bin ich irgendwie faul oder heute habe ich keine Zeit oder keine Kraft und ich mag nicht und geht dann halt in diesem schlechten Zustand seinem Alltag nach oder geht sogar halt schlafen in diesem schlechten Zustand, was auch noch mehr Negatives dann mit sich bringt, anstatt das aufzuarbeiten, anstatt sich zu erinnern. Also die Erinnerung vor allem an die Erfolgserlebnisse und an seine Resultate ist auch sehr gut. Auch im Hatha-Yoga hat es seinen Platz zum Existieren, dass man sagt, okay, den Spagat, den konnte ich mal, wieso kann ich den Spagat jetzt nicht? Dass man nicht alles immer von neu beginnen muss, sondern weiß, okay, das und das hatte ich schon, wie habe ich das damals bewerkstelligt, dass ich das geschafft habe, also werde ich das heute nach diesem Prinzip auch wiederum schaffen. Okay? Das ist hier sehr wichtig, Erinnerung oder Erinnerungsvermögen. Und als nächstes wird ein hoher Intelligenzgrad vorausgesetzt. Das schreibt Patanjali. Und dieser hohe Intelligenzgrad ist dafür notwendig, um dieses Konzept an sich zu verstehen. Also dieses Konzept des Praktizierens, wie ich durch welche Schritte
von was zu was ich komme und von welchen Stufen ich zu welchen Stufen weitermache, dass man sich das überhaupt vorstellen kann. Und das ganze System quasi so als Ablauf auch im Kopf beibehalten kann. Okay? Das ist auch ganz klar. Noch einmal zu dieser Intelligenz. Zu der Intelligenz. Also die Intelligenz braucht man, um den Samadhi-Zustand zu erreichen, um sich überhaupt dieses Konzeptes im Klaren zu sein, um das Konzept zu verstehen. Also dass man verstehen muss, was der Samadhi-Zustand ist, was ich dabei tun muss, dass man auch das Richtige macht, entweder aus dem Buch, dass man das richtig versteht, oder halt von dem Yoga-Lehrer sein Gesagtes richtig versteht und richtig umsetzen kann. Dazu bedarf es, naja, auch einer gewissen Intelligenz. Ansonsten wird man auch sich etwas vorstellen, irgendwelche Luftschlösser, und dann behaupten, man ist im Samadhi-Zustand und man ist dann allwissend oder viele andere komische Dinge, wobei ich, wenn ich das Internet beobachte und manche Leute beobachte, wundere ich mich schon sehr oft, wie die Menschen Dinge absolut falsch interpretieren und absolut falsch darlegen, das praktizieren und das auch als höchste Wahrheit wiedergeben. Also da muss man wirklich oft sehr aufpassen, wen man zuhört und wen man dann nachmacht. Und diese vier Kriterien oder die vier Punkte braucht ein Upaya Pratyaya Yogi, um im Samadhi-Zustand zu kommen. Wenn er quasi das nicht aus dem früheren Leben mitnimmt, mitgenommen hat, wenn er kein Videha ist und kein Prakriti Laya ist. Wir haben ja auch davon von Vairagyam gesprochen, von Wunschlosigkeit oder Kontrolle der Wünsche. Hier aber im 21 steht das Samadhi. Ist dem näher, also dem Praktizierenden, dessen Wunsch größer ist. Sein Wunsch intensiver ist. Und das ist auch verständlich, dass ein Wunsch irgendwo auch hier hineingesetzt werden kann in unsere Energie und Virya. Und wenn man einen sehr starken Wunsch, egal womit es zu tun hat, je stärker der Wunsch, desto schneller kommt man ans Ziel. Das ist so wie bei mir. Ich erzähle euch jetzt so anhand meines eigenen Beispiels. Ich habe schon den Wunsch, hier in Dresden ein größeres Studio zu mieten und Präsenzkurse anzubieten. Aber der ist nicht so stark, deshalb lasse ich mir viel Zeit und ich schaue hier mal ein Studio an, dort mal ein Studio an, und ich bin auch nicht so konsequent mit der ganzen Umsetzung. Deshalb wird es noch ein bisschen dauern. Zumal habe ich am Ortsrand ein kleines Studio, wo ich schon auch unterrichte, und das kompensiert mir so ein bisschen diesen Wunsch, und ich habe auch meine Online-Gruppen. Als letztes Jahr im September uns in Deggendorf das Studio gekündigt wurde, hatte ich einen sehr starken Wunsch nach einem Studio. Und wir sind quasi reibungslos übergegangen in ein anderes Studio, weil ich das gefunden habe, was mehr oder weniger gepasst hat und angemessen war. Und das habe ich sofort gemietet, ohne zu warten oder ohne zu zögern. Also es war so mir auch, naja, so eine Notwendigkeit. Und wenn bei euch das Samadhi auch zu Notwendigkeit wird, dann werdet ihr es auch, naja, viel schneller erreichen als jemand, der sagt, naja, wäre mal vielleicht gut im Leben das zu erreichen, oder jemand, der gar keinen Wunsch danach hegt, in diesen Zustand zu kommen.
Und warum könnte eine Notwendigkeit entstehen, in den samadhi Zustand zu kommen? Naja, einerseits entsteht die Notwendigkeit daraus, wenn etwas Katastrophales geschieht. Und das möchte man ja keinem wünschen, aber es gibt Beispiele, wenn eine alte Frau irgend so einen riesen Kühlschrank oder riesen Fernseher rausbringt, wenn ihre Wohnung brennt und diesen Fernseher dann zwei Männer Schwierigkeiten haben zu heben, oder irgendwie jemand blitzschnell wird, bevor ein Kind irgendwie unter das Auto kommt oder unter die Gleise oder sowas und übersinnliche Fähigkeiten entwickelt. Das ist quasi schon die Notwendigkeit, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, im Samadhi hat der Mensch auch übersinnliche Fähigkeiten. Die heißen Siddhi in Sanskrit, im Yoga. Bei einem normalen Menschen könnte die Notwendigkeit erst bestehen, wenn er sagt, okay, ich stehe im Leben in der absoluten Sackgasse und ich weiß nicht mehr weiter. Und wenn ich jetzt nicht in Samadhi-Zustand erreiche, dann ist mein Leben quasi zu Ende oder meine Laufbahn zu Ende oder sonstiges. Da ist irgendwie so ein ganz dringender, notwendiger Punkt da ist und man muss sich hinsetzen und praktizieren. Und man hat auch dann keine Möglichkeit, aus der Praktik rauszukommen, bis man das erreicht hat. Okay, also lebenswichtige Notwendigkeit. Ansonsten ist es ja mehr oder weniger mittelmäßig, dieser Wunsch bei den Menschen, und bei den meisten ist es sowieso eher Neugier als der Wunsch oder als die Notwendigkeit. Und bei vielen ist es sogar so, die wollen diesen langen Weg des Praktizierens umgehen und möchten es durch irgendwelche Substanzen wie Drogen oder sonstiges erreichen, weil der Mensch schon im Unterbewusstsein spürt und weiß, dass es diesen Zustand gibt, dass es andere Zustände des Bewusstseins gibt. Er weiß aber nicht, wie er dahin kommt, was dort überhaupt ist und wie man das erreichen kann, und versucht, ein bisschen zu schummeln. Wobei er, ich weiß nicht, ob ich es in eurer Gruppe schon erzählt habe, wenn er Hilfsmittel benutzt, ihr in die unteren Ebenen der Astralwelt kommt, die nicht so angenehm sind und viele energetische negative Nebenwirkungen dann mit sich bringen. Also das ist keinem zu empfehlen, das Ganze zu beschleunigen. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht, entweder ich gehe 10 Jahre oder 15 Jahre ins Kloster und praktiziere dort, oder ich versuche das durch die Einnahme von irgendwelchen, ich sag mal, Pillen zu erreichen, ohne die 15 Jahre zu praktizieren. Also wird man quasi diese Anstrengung und die Energie, die man 15 Jahre investiert hat, auch im zweiten Fall mit dieser Zauberpille auch abbezahlen müssen, ob man will oder nicht. Das ist dann quasi wie so ein Kredit. Und das Abbezahlen des Kredits ist immer schwierig und ist auch immer mit Schwierigkeiten verbunden. Das heißt, dieser Zustand, der ist so wertvoll, dass demjenigen im zweiten Fall auch sehr viel dafür genommen wird letztendlich, weil er quasi ohne Erlaubnis dahin gegangen ist, also dieser göttlichen Welt oder spirituellen Welt, oder sich das als Kredit genommen hat. Durch irgendwelche Mittel. Was passiert, muss er diese Erfahrung trotzdem sammeln? Auch wenn er die Erfahrung sammelt, ich denke, man wird ihm das durch andere Sachen wieder nehmen. Das, was er nicht geben wollte. Was passiert mit dem Menschen, wenn er einen Kredit nimmt und gar keine Arbeit hat? Es ist in unserer Welt schon so, dass man Insolvenz anmelden kann und sagt, okay, jetzt werden die Kredite annulliert nach irgendeiner gewissen Zeit. Aber selbst dann muss derjenige Rechenschaft ablegen, was er verdient, ob er Geld hat oder nicht hat. Und sobald er noch ein bisschen was hat, muss er das trotzdem abgeben. Und wir reden aber von einer Welt, wo nichts annulliert wird, wo diese Schulden auch als Schulden abgebaut werden müssen durch irgendwelche, Schwierigkeiten im Leben dann. Weil diese Askese, die man im Kloster hat, 15 Jahre, man kann ja auch sagen,
Askese ist schwer. Also sind das gewisse Schwierigkeiten, die man aber bewusst auf sich nimmt und bewusst kontrollieren kann. Wenn man das aber nicht macht, durch diesen energetischen Kredit, sage ich mal so, wird man dann gezwungen, in dieser Askese zu leben. Und diese Askese ist dann nicht immer schön. Naja, kann sein, dass man dann Freude verliert oder Arbeit verliert oder irgendwelchen Status verliert oder gesundheitlich. Naja, vor allem wird es einem durch die Gesundheit genommen, wie man ja jetzt die Gesellschaft beobachtet. Ja. Macht es Sinn, sozusagen diese Notwendigkeit, wenn sie halt nicht da ist, weil man eben nicht in so einer Situation ist, irgendwie versuchen zu kompensieren oder zu diesen Wunsch in sich zu provozieren, meinst du vielleicht eher? Naja, also ich dachte zum Beispiel zu kompensieren durch die Intelligenz, dass man sagt, gut, ich spüre diese Notwendigkeit nicht, aber ich weiß, dass es Sinn macht und deswegen zwinge ich mich zu praktizieren. Oder genau. Ist es auch in Ordnung sozusagen, manchmal weniger zu praktizieren, wenn man die Notwendigkeit nicht spürt, Samadhi zu erreichen, bis man irgendwann in diese Situation kommt im Leben, dass man das braucht? Genau, also die Intelligenz würde einem sagen, früher oder später muss ich das sowieso erreichen. Und ob ich das jetzt in diesem Leben erreiche oder im Leben, in den 10 Leben, also nach 10 Leben, ich muss sowieso früher oder später. Das wäre so ähnlich wie mit dem Aufräumen vom Zimmer. Räume ich das heute auf oder räume ich das morgen auf? Oder räume ich das jetzt in einer Woche auf? Aber tun müsste man, muss ich das so oder so. Und das ist dann jedem selbst überlassen, ob er heute ein bisschen aufräumt, morgen ein bisschen aufräumt, übermorgen oder heute alles macht oder alles sein lässt, bis alles schon verschimmelt ist nach 2-3 Wochen oder nach ein paar Monaten und erst dann aufräumt mit irgendwelchen dann zusätzlichen Mitteln. Also das heißt, diese kosmische Energie, die bringt sich sowieso zu dieser Erlösung. Früher oder später. Aber sie bringt dich da ganz, sowieso ganz langsam hin und erst wenn du dahin musst. Man musste schon so auch ein bisschen anstreben, aber man musste es nicht überstürzen. Weil wir haben ja auch weitere Sutren, dann wird es auch noch ein bisschen klarer. Aber das ist schon eine gute Anmerkung, dass man durch die Intelligenz verstehen muss, okay, es wird vielleicht für mich vom Vorteil. Weil wer von uns möchte keine übersinnlichen Fähigkeiten? Also es soll jetzt nicht jeder übers Wasser laufen können, das ist auch nicht notwendig. Aber zum Beispiel die Notwendigkeit, dass man mehr weiß als die anderen oder dass man die Information über Entfernungen ablesen kann oder dass man den Zustand und die Gefühle der anderen Menschen ablesen kann oder halt, wenn man Gedanken lesen kann, ist man ja dann auch vom Vorteil. Dazu braucht es aber schon, wenn wir jetzt über Gedanken sprechen und sonstiges, so eine ethisch-moralische Grundlage. Es soll dann nicht so werden, dass man sagt, okay, jetzt lese ich hier die Gedanken und dort und jetzt mache ich mir so ein, keine Ahnung, tue ich mich übervorteilen oder andere Menschen ausnutzen damit, das darf ja nicht passieren. Aber dass ich mir selbst, wenn ich keinem schade, Vorteile dadurch erreiche, also warum dann nicht aus dem Grund? Oder dass man, wie gesagt, absolut alles weiß oder zumindest so die erste kleinste übersinnliche Fähigkeit, das erste Siddhi ist, dass man die Uhrzeit immer weiß. Dass man weiß, jetzt ist es 3:30 oder 4:30, so fast auf die Minute genau. Und wenn man viel und gut praktiziert, kommt man dem schon sehr, sehr nahe, diesem Zustand. Und vor allem heißt es, wenn man in die früheren Leben schon eintauchen konnte oder dort schon mal gewesen ist, meditativ, dann hat man noch ein besseres Zeitgefühl, also fürs Hier und Jetzt. Dass man, naja, fast ohne Uhr auskommt, so in dem Fall. Aber wenn das nicht aktuell ist, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und oft, also passiert es auch spontan, ohne dass man das erzwingt, dass man einfach meditiert und sagt, jetzt praktiziere ich mal so Pranayama, jeden Tag 2 Stunden und nach ein paar Tagen kommt es vielleicht so für 1-2 Sekunden, dann sagt man, hoppla, wo war ich denn jetzt oder was war das jetzt? Es war doch ganz was anderes und was ganz Schönes. Und wenn man sagt, okay, jetzt wiederhole ich das,
mit der Absicht, dann klappt das nicht. Also diese Absicht zur Wiederholung, dann versperre ich mir so diesen Weg dahin. Also kommt es auch vielleicht so von den göttlichen Kräften so in die Wege geleitet, speziell zu dem Zeitpunkt, wo es einem den besten Nutzen bringt und am meisten Sinn macht. So sollte das dann eher sein. Und wenn man sagt, naja, okay, wenn ich das noch nie hatte, vielleicht bin ich dann noch nie so weit. Also ein Kind, welches in der Grundschule ist, muss dann auch keine Algorithmenaufgaben lösen. Das ist dann glücklich, wenn er seine, keine Ahnung, multiplizieren lernt. Und das ist für ihn auch Spaß, und wenn er das dann kann, wenn er das gelernt hat. Man muss nicht alle Stufen überspringen. Okay? Da muss man bei Meditation plus beobachten und nicht irgendwelche. Ja, natürlich. Wir haben auch davor gesagt, dieser neutrale Beobachter, den muss man sich antrainieren. Vor allem bei der Vipassana kann man den gut trainieren und einfach beobachten, einfach nur sein. Ohne, wie gesagt, zu sagen, okay, jetzt gehe ich auf die Vipassana, weil ich will mein früheres Leben sehen. Oder jetzt gehe ich in die Vipassana, dass ich probiere, dort Samadhi zu erreichen. Ja. Gibt es so richtig Sutren, wo so die häufigsten Fehler zum Beispiel bei der Yoga-Praxis oder so aufgezählt sind? Zum Beispiel, dass man eben, also manches stand ja schon drin, dass man eben eine zu starke Absicht hat, etwas Bestimmtes zu erreichen. Da kommen wir heute auch noch dazu. Genau. Das ist jetzt geklärt, oder? Also Samadhi ist dem Menschen näher, der einen starken Wunsch danach hat. Und eine weitere Unterscheidung aufgrund der milden, mittleren und intensiven Natur der angewandten Mittel. Ich guck mal, wie das auf Russisch heißt, weil es ist sogar auf Deutsch in der Übersetzung nicht immer klar ersichtlich. Ja, also hier ist mit der Sutra 23 gemeint, es ist auch abhängig, inwiefern die Mittel intensiv sind oder mittlerer Natur sind. Also die Mittel, die man anwendet. Wie gesagt, wenn das jetzt so eine Katastrophe ist, dann ist es schon ein sehr intensives Mittel, welches mich in diesen Zustand bringt. Oder so die absolute Notwendigkeit. Wenn es dann aber so während einer Vipassana oder Retreats zum Beispiel ist, dann sind die Mittel eher milder Natur und man geht langsam und stetig daran. Haben wir auch das Ganze erläutert. Oder durch Hingabe an Gott, da ist es wieder Ishvara Pranidhana. Dieses Sutra bedeutet, man kann ewig lang praktizieren und sich den Methodiken hingeben. Oder einfach sich dem Gott hingeben oder mit Hingabe zu Gott lieben. Es ist so ein anderer Weg. Also das erste ist der Weg der Praxis und der zweite ist der Weg, naja, der Hingabe oder vielleicht sogar der Aufgabe seines Egos und die Verbindung, die innere Verbindung mit dem Ishvara. Ishvara ist, wie es in den weiteren Teilen steht, also im 24. ist ein besonderer Purusha. Also ich schreibe einmal auf Sanskrit, einmal auf Deutsch, so wie es besser ist für uns, das zu verstehen und zu lernen. Ishvara ist ein besonderer Purusha. Ishvara ist ein besonderer Purusha und 23 heißt mit der Hingabe diesem Purusha gegenüber. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man sein Leben in Gottes Hände legt,
quasi so als Lebenseinstellung, kann man auch diesen Zustand des Samadhi erreichen. Ich habe davor von Ramakrishna gesprochen, von diesem Heiligen, der in Indien vor ca. 120 Jahren gelebt hat, der, naja, wie es heißt, hat auch wenig in der Meditationspose gelesen oder war auch auf irgendwelchen Retreats. Der hat zum einen in einem Tempel gedient, im Tempel der Göttin Kali, das ist so die schwarze Mutter ist es in Indien, und er hat ja die verehrt und angebetet dort im Tempel, auch mit sehr viel Hingabe, und hat dadurch diese Zustände erreicht. Also der war überwiegend in den Tempeln und nicht in irgendwelchen der Meditationseinrichtungen oder praktizierenden Einrichtungen. Wie gesagt, weil er zum einen schon das als Talent oder in seiner Natur hatte und zum anderen, weil er mit Hingabe sich den Göttern gegenüber verhalten hat, konnte er seine Samadhi-Zustände erreichen. Und Ishvara ist quasi so was wie unser Helfer. Das ist in unserem Universum, wenn wir unser Sonnensystem betrachten, der am weitesten entwickelte Purusha. Also Purusha ist sowas wie der Heilige Geist in jedem von uns, aber personifiziert, das ist nicht der Atman. Also Atman ist, wenn ich jetzt das auch hier... Man könnte vielleicht Purusha so mehr als mit Seele gleichsetzen, als mit dem Geist. Purusha ist die Seele. So was ähnliches, aber so. Die Begriffe aus Sanskrit und die Begriffe Seele ist ja dann aus der christlichen Tradition. Die sind nicht 100% gleich in ihrer Bedeutung, aber man kann schon mit dem Wort Seele Purusha erklären. Also manche würden sagen, Purusha ist der Geist, manche würden sagen, Purusha ist die Seele. Der Atman, deshalb erkläre ich das so, der Atman ist der Geist, der keine Persönlichkeit hat. Das ist quasi, naja, so wie die Luft den ganzen Raum durchzieht, so durchzieht Atman das ganze Universum. Atman. Genau, das ganze Universum. Man würde vielleicht im Christlichen sagen, der Heilige Geist. Ist überall. Der ist überall und der ist nicht personifiziert, individualisiert. Und Purusha, das ist schon der individualisierte Geist oder personifizierte Geist. Also könnte man auch dazu die Seele sagen. Weil der Geist in uns allen ist derselbe Geist. Aber jeder von uns hat seine eigene Seele. Und die Seele durchdringt den Körper. Der Purusha, der durchdringt ja auch den Körper. Aber er ist nicht der Atman. Und Ishvara ist ein Purusha, also unsere Seele. Helena, guck mal jetzt nochmal zum Begriff Seele. Wir haben... Jivatma, dann haben wir, ich mache mal von ganz groß oben, Anandamaya Kosha, das ist ja aus den vorherigen, ja. Aus den vorherigen Vorträgen. Kosha kürzt sich ab, Anandamaya Kosha. Dann hatten wir Vijnana Maya Kosha, Vijnana Maya Kosha. Dann hatten wir Mano Maya Kosha. Mano Maya Kosha. Dann hatten wir Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha und
Anumaya Kosha. Was passiert mit dem Prozess des Sterbens oder während des Prozesses? Anamaya Kosha zerfällt in ihre Einzelbestandteile, in die Moleküle und Atome. Pranamaya Kosha zerfällt auch als Energieeinheit. Man sagt sogar im Deutsch, er hat sein Leben ausgehaucht. Also Lebensatem, Prana ist Lebensatem, Lebensenergie. Das verschwindet auch und wird quasi neutralisiert. Unser Verstand, weil er sehr eng mit der Arbeit unseres Gehirns zusammenhängt, also geht unser Verstand, wird auch aufgelöst. Und Vijnanamaya Kosha, der Speicher unserer Weisheit und Vernunft, der Überverstand, der geht über. Zusammen mit Anandamaya Kosha und mit der Jivatma gehen die quasi in den nächsten Körper hinein. Dieses Licht. Dieses Licht. Na, während der Inkarnation. Ja genau, die Jivatma, dieser göttliche Funke, der ist ja Träger dieser. Und dann baut die Jivatma mit diesen zwei Bewusstseinsträgern, mit diesen zwei Koshas zusammen. Wenn die neue Geburt kommt, entsteht Anamaya Kosha, also der Embryo im Mutterleib, er bekommt sein Prana-Körper und sein Manas, also sein Verstand. Beziehungsweise als Kind, genau, egal ob das jetzt Hund ist, Kind ist, ein anderes Tier, jedes ist, alles ist nach demselben Prinzip aufgebaut. Und weil auch das ganze Universum nach demselben Prinzip aufgebaut ist, hat quasi auch das ganze Universum, also die Körper des Universums sind ja die Sterne und Planeten, also die Sonne und Planeten, das sind die Körper. Aber genauso hat der Körper, hat das Universum seinen Verstand, seinen Wissensschatz, sage ich mal so hier, und seine Glückseligkeit und die Jivatmas, also die halt im Universum zerstreut sind, die aber alle eins sind. So wie ein Funke von einem Feuer, es ist ja auch ein Teil des Feuers. Wenn er dann rumfliegt, ist es quasi der Funke, aber im Grunde genommen von der Substanz ist ja das Feuer und dann könnte der Funke wieder ins Feuer zurückkommen. So. Also ähnlich ist es mit den Jivatmas. Also die sind alle die unendlichen, unzerstörbaren Teile unseres Seins und auch des Universums. Und was wir dann als Seele betrachten, wir sagen ja im Christentum, die Seele geht über in den neuen Körper, Wiedergeburt, Reinkarnation, sind es diese drei Aspekte. Weil im Sanskrit gibt es ja keinen Begriff Seele. Da gibt es nur die Koshas und Jivatma, so als Energieträger. Und wir würden sagen, okay, im Yoga würden wir sagen, unser Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha und Jivatma reinkarnieren. Manamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Anandamaya Kosha, die zerfallen mit dem Tod. Weil wir hier über Purusha gesprochen haben. Und Purusha ist quasi auch, naja, unsere Seele. Also diese nicht greifbare, dieses feinstoffliche, was wir hier haben. Jivatma, Anandamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha ist Purusha. Und Atman sind alle Jivatmas des Universums. Das ist der Heilige Geist, der quasi alles durchzieht. Okay? So, das als Begrifflichkeit. Und wir waren hier bei der Hingabe Ishvara Pranidhana. Das wird auch später bei Yama und Niyama-Prinzipien vorkommen. Ishvara Pranidhana ist die Hingabe eben an den Purusha, der sich zum Ishvara weiterentwickelt hat. Ishvara ist so ein, der Purusha, der in unserem Universum die oberste Stelle erreicht hat. Das ist quasi so der Lehrer der Lehrer oder die am meisten erleuchtetste und weiterentwickelste Person. Weil das Samadhi, von dem wir gesprochen haben,
um sich weiterzuentwickeln, ist das Samadhi notwendig. Das ist so ähnlich wie eine Raupe, die will sich in Schmetterling verwandeln und die muss sich einpuppen. Das ist ein Zwischenschritt. Ohne kann sie nicht zum Schmetterling werden. Genauso wie von uns jeder Mensch früher oder später diese Samadhi nicht nur erfahren muss, sondern erlernen muss, also in die Praktik umsetzen muss, weil er nur so sich weiterentwickeln kann, dass er quasi der Mensch von der Raupe sich so verpuppt und dann zum Schmetterling wird. Man kann diesen Weg nicht umgehen. Und Ishvara ist demnach jemand, der das schon erreicht hat in seinen früheren Inkarnationen und weitergewachsen ist, bis er jetzt so groß geworden ist, dass er die höchste Seele im ganzen Universum ist. Beispiel, wir haben quasi eine Uni, da gibt es viele Studenten, Professoren und da gibt es den Präsidenten der Universität. Der war mal früher Professor und der hat viel mehr als andere Professoren erreicht und ist viel mehr weitergegangen und jetzt kontrolliert er die ganze Universität sozusagen, weil er der Klügste ist und der Älteste ist, der am weitesten vorangekommen ist. Und so ist auch der Ishvara in unserem Sonnensystem die am weitesten entwickelte Seele. Und so wie zum Beispiel ein Student hingehen kann und diesem Universitätspräsidenten helfen kann, ihn unterstützen kann bei irgendeiner seiner Tätigkeiten, also mit Hingabe, so ähnlich ist es im Menschen, dass man quasi so als Seele sich dem Ishvara hingeben soll, als dem Ältesten hier im Sonnensystem, so dass man auch seinen Segen bekommt und den Samadhi quasi Zustand und das Samadhi, die Samadhi Fähigkeit ja quasi mehr oder weniger als Geschenk bekommt. Also ein Student geht und hilft dem Uni-Präsidenten, so dass der Uni-Präsident ihm vielleicht ein paar gute Tipps mit auf den Weg gibt, dass er gute Prüfungen schreibt. Ein anderer Student, der praktiziert alles selbst, lernt alles ohne Hilfe, ohne Unterstützung, so quasi für sich, so ohne sich an den Uni-Präsidenten zu wenden, erreicht aber genauso viel. Also durch eigene Praxis und Anstrengung oder durch die Hingabe. Es ist jedem selbst überlassen, welchen Weg er geht, den Weg der Praxis oder den Weg der Hingabe. Es sind ja nicht alle Menschen, die so einen starken Bezug zu Gott haben oder sich etwas oder jemandem nicht hingeben wollen. Die wollen praktisch, ich mache alles alleine so. Aber irgendwelche Energie hat mich dazu gebracht. Ich habe früher nie gedacht, dass ich zum Yoga anfange. Ach so, du meinst jetzt persönlich dich? Ja, ich habe früher, vor 10 Jahren, würde ich das nie glauben, dass ich jetzt hier sitze. Das ist ja zum einen, wie du ins Yoga kommst. Das ist aber schon wahrscheinlich irgendwo, dass der innere Impuls gekommen ist aus dir, den du schon in dir hattest. Beziehungsweise hängt es schon auch damit zusammen, inwieweit deine Seele entwickelt ist oder nicht in Bezug zu anderen Seelen. Weil je weiter die Seele sich entwickelt, desto näher kommt sie automatisch dem Ishvara auch. Das ist so wie bei dieser Uni, du bist schon jemand, der in den höheren Klassen ist, als jemand, der noch ganz am Anfang steht. Der noch ganz am Anfang steht, der hat den Uni-Präsidenten noch gar nicht mal gesehen und der studiert schon seit 2-3 Wochen hier. Jemand, der schon an der Uni 5 oder 6 Jahre ist, der weiß schon, wie er heißt, welches Auto er fährt, er weiß, wo er sein Büro ist. Weißt du, wie ich meine? So hat auch jeder von uns seine individuelle Beziehung zum Ishvara, abhängig seines eigenen Status. Also ist sozusagen Ishvara jetzt nicht, das ist so verwirrend mit den Begriffen, also ja. Nicht Gott oder die Essenz des Universums selbst, ja. Sondern die Seele, die dieser Essenz am nächsten ist, ja. In dem mir zugänglichen Bereich. Genau. Mhm. In diesem zugänglichen Bereich. Und hier steht noch die Beschreibung: Ishvara ist ein besonderer Purusha,
der nicht berührt wird von den Trübsalen des Lebens, den Taten und deren Folgen, sowie den Eindrücken, die diese Taten hinterlassen haben. Ich habe für euch dann folgendes Beispiel. Wenn wir unsere Welt betrachten, also ausgehend davon, ich bin jetzt der Purusha für so einen Haufen Ameisen. Wenn ich auf die Ameisen draufsteige, dann tun mir die Ameisen schon zum einerseits leid. Aber was die einzelne Ameise selber erfährt, ob sie leidet, ob sie mit den anderen Ameisen kämpft oder irgendein anderes Tier diese Ameise gefressen hat, das ist mir mehr oder weniger gleichgültig. Das ist nur eine Stufe. Die andere Stufe, anderes Beispiel, ich bin Purusha und die Bakterien in meinem Bauch sind normale Menschen. Also davor war das der Bezug ich und Ameisenhaufen, Purusha und die Menschen zum Beispiel. Ihr spürt schon, was mit den Menschen passiert, aber ihr wird nicht berührt von deren Trübsalen. Ihm ist es egal, ob wir leiden oder nicht leiden, ob es uns gut geht oder nicht gut geht. Der ist auf einer ganz anderen Ebene und deshalb erzähle ich euch diese Beispiele. Wenn ich jetzt in den Ameisenhaufen reintrete, tun mir die Ameisen schon leid, aber ich kann auch nichts dafür, die müssen selber zurechtkommen, wie gesagt. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Purusha und die Bakterien in meinem Verdauungssystem sind Menschen, dann ist es mir absolut gleichgültig, wie viele Bakterien dort sterben, wie viel leben. Ich kann auch darauf nicht unbedingt Einfluss nehmen. Ich kann schon gute Bedingungen für die schaffen. Und ich versuche das durch die richtige Ernährung und richtige Lebensweise. Aber ihr wisst vielleicht, dass von den Bakterien die Hälfte gut ist, die Hälfte schlecht ist. Und die stehen immer in einem, ich sag mal so, Kampf miteinander. Und wenn die Schlechten überwinden, dann ist die Person krank. Und wenn die Guten überwinden, naja, dann... Also du musst ein Gleichgewicht herrschen, Gleichgewicht. Aber wie es denn dem einzelnen Bakterium geht, dazu habe ich überhaupt gar keinen Bezug. Das ist mir auch absolut gleichgültig. Hauptsache in der Masse geht es denn gut. Und so ähnlich ist es, also Purusha und Mensch zu verstehen. Und wie gesagt, anhand von Beispielen ähnlich, damit ihr so ein bisschen näher rankommt, was es damit auf sich hat und warum hier steht, dass ihr von den Trübsalen des Lebens Taten und deren Folgen sowie Eindrücken absolut unberührt ist, weil ihr auf einer ganz anderen Stufe befindet. Und oft wird der Purusha auch mit der Sonne gleichgesetzt, weil Sonne ist das wichtigste Objekt in unserem Universum. Und man könnte, wenn man den Purusha sich schwer vorstellen kann, weil der Name ist ja etwas amorphes und wir haben ja gesagt, wir haben ein bisschen Probleme mit den Begrifflichkeiten, dass man sagt, okay, in unserem Sonnensystem, so scheint es für mich zumindest, ist die Sonne das am weitesten entwickelte Wesen von allen. Und hinter der Sonne stehen die Planeten, die sind auch sehr weit entwickelt. Dann heißt es, gibt es so planetare Schutzgeister und Schutzgötter, das ist sowas wie eine Hierarchie. Oder man könnte vielleicht sagen Schutzengel. Oder im Buddhismus sagt man Bodhisattvas dazu. Das sind so Seelen, die ein bisschen höher entwickelt sind als menschliche Seelen und die unterstützen aus dem Energieraum, aus der feinstofflichen Welt, unterstützen sie uns Menschen. Und dann kommen die Menschen, dann kommen die Tiere, die Pflanzen und die Mineralien in dieser Hierarchie. Und wir könnten uns aus dieser Vorstellung heraus durch das Ishvara Pranidhana mit Hingabe zur Sonne und die Sonne so sehen als diesen Purusha und naja, meditativ auch mit der Sonne arbeiten. Hier ist ja auch weiter, was sehr interessant klingt. In ihm liegt die höchste Begrenzung der Allwissenheit. Weil wenn man jetzt so als die Sonne, als ein bewusstes Wesen betrachtet, und das ist ja ihr Raum, das Sonnensystem, ist für die Sonne alles, was innerhalb des Sonnensystems passiert, bewusst. Man darf das nicht als irgend so eine Energieeinheit, wo Helium verbrennt in der Sonne und wie das die Physiker betrachten, und dann die Masse, Größe und alles Mögliche, also man muss das als bewusstes Lebewesen sehen. Genauso wie man den Planeten als bewusstes Lebewesen wahrnehmen sollte, gibt es sogar physische Nachweise dafür, dass zwischen Sonne und Erde alle entweder 8 Sekunden oder 8 Minuten so ein Informationsportal entsteht
und die Sonne mit Erde kurz kommuniziert. So ähnlich, als würden wir fragen, ja, wie geht's dir? Mir geht's gut, okay, alles klar. Und dann zum weiteren Planeten. So kommuniziert die Sonne mit den Planeten auch, so dass die anderen Theorien besagen, dass die Sonne die Planeten hervorbringt, also geboren hat, als ihre Kinder, und der Planet bringt andere Lebewesen hervor. Und die sind Kinder von dem Planeten sozusagen. Aber der Urvater, also wenn man sagt, okay, die Erde ist, wie bezeichnet man so sie weiblich, ist die Mutter und die Sonne ist der Großvater, weil er die Mutter geboren hat, sozusagen. Und so könnte man mit der Sonne umgehen. Und deshalb hat sie die Allwissenheit, weil sie ja am weitesten entwickelt ist, so wie in dem Beispiel von dem Uni-Präsidenten, der weiß auch absolut alles, was in seiner Uni geschieht, weil er der so Präsident ist oder der Vorstand. So ist die Sonne in der sichtbaren Welt oder Ishvara in der spirituellen und in der geistigen Welt. Er ist unabhängig von der Zeit, also der lebt quasi außerhalb von unserem Verständnis Zeit und Raum, und er ist sogar der Lehrer der Alten. Der Lehrer der Alten bedeutet also, die ganzen Wesen, die als Seelen im Sonnensystem waren und daran und da auch die Menschheit letztendlich geschaffen haben, so als Rasse oder als Volk, galt ihr, dieser Ishvara, als Lehrer, also der quasi nicht nur seine Lebenskraft weitergegeben hat, sondern auch die Weisheit weitergegeben hat. So, dass das über diese Kette, diese Weitergabe bis an uns Menschen weitergekommen ist. Und seine Bezeichnung ist das Om. Also vom Ishvara ist die Bezeichnung, das ist 27. Ich schreibe mal mit meinen eigenen Worten, er ist das Om. Also um den Ishvara zu beschreiben, das ist sein Name sozusagen. So wie ich Eugen heiße, du Maria heißt, heißt der Ishvara Om. Und wenn wir Om singen, verbinden wir uns mit dem Ishvara. Also könnte man davon ausgehen, um den Zustand des Samadhi zu erreichen, könnte man mit Hingabe das Om singen, mit der Vorstellung, ich singe den Namen Gottes. Genau, bei uns Menschen ist es aber so, die Vibration eines Namens, zum Beispiel Helena, diese Vibration beschreibt ja dich nicht als Menschen, weil es gibt ja sehr viele Helenas und jede schaut anders aus. Bei dem Mantra Om ist es was anderes. Die Vibration Om ist die Beschreibung und die Verkörperung gleichzeitig von Ishvara. Wenn wir das so auch ein bisschen darauf reduzieren, dass Om eine Vibration ist, wenn wir das Mantra reflektieren, diese Vibration, die wir erzeugen mit unseren Worten, ist der Ishvara. Okay? Wir können also Gott entstehen lassen auf unserer Zunge, auf unseren Stimmbändern, wenn wir das Mantra Om rezitieren. So ist es gemeint. In manchen anderen Schriften sagt, wenn man das Mantra Om praktiziert, dann tanzt Gott auf deiner Zunge. Das ist eben auch hier so gemeint. Und wenn wir das Universum anhören, wenn wir jetzt so ein Riesen, ich weiß nicht, wie die Dinge heißen früher, so ein Hörmuschel, würden wir aus einer gewissen Entfernung unser Sonnensystem, da würden wir ein Om hören. Also unser Sonnensystem hört sich so an. Okay? Deshalb verbinden wir uns durch die Praktik mit dem ganzen Sonnensystem und speziell mit dem Ishvara, der das Sonnensystem präsentiert als Zentrum des Sonnensystems, die Sonne. Genau. Entschuldigung, zu diesem Sonnensystem. Und wie in dieser Kali-Yuga
sind und dieses System, so ein System in diese dunkle Energie ist, dann sind wir halt dann das Schlimmste. Dann sind wir auch in so einer eher so dunklen Energie. Weil das Sonnensystem unterliegt ja noch dem Brahma. Und Brahma ist ja dann das Zentrum aller Sonnensysteme. Brahma ist dann quasi für uns der Großvater, so sehr, sehr einfach erklärt, also nur für das Verständnis. Brahma wäre der Urgroßvater, für die Erde wäre der Großvater und für die Sonne wäre der Vater. Weil alle Sonnen, so lautet auch die Theorie, aus dem Zentrum der Galaxie, aus dem Zentrum des Sonnensystems, aus dem Zentrum der Galaxie entstanden sind.